Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier an der Ostsee in Rügen und mit Voltita wollen wir heute auf Meerforelle gehen. Voltita bietet hier Angeltouren an, also auch auf Hecht und Zander und Lachs etc. pp. Ne? Ja, doch. Ja, und also das Wetter ist eigentlich ganz gut bestimmt. Momentan warten wir noch aufs Wasser. Das bisschen Wasser müssen wir noch rankriegen, dann können wir losziehen. Ich hole den Eimer. Ja, genau. Das wäre mal eine Maßnahme. Ansonsten sind wir alle heiß, ne? Sehr. Ja, doch. Sehr. Ja. Wie sieht's denn aus? Meinst du, kriegen wir heute was ran? Das ist anzunehmen. Ja? Forellen sind eigentlich genug drauf. Die Jahreszeit. Das Wasser ist warm, 3 Grad. Mhm. Das passt. Sehr cool. Also, jetzt mein volles Vertrauen in dich. Dann geht's ab und wir freuen uns. Bis gleich auf dem Wasser. So Leute, ich stelle euch mal ganz kurz das Team vor. Den Voltita habt ihr jetzt schon kennengelernt, ne? Hallo, hallo. Hallo, da haben wir Mirko am Start. Hi. Und natürlich den gut, den alten Stechlinsee-Partner Martin. Ja. Und? Weißt du, wenn wir keine Fische fangen können, dann lass uns Möwen fangen. Es ist wirklich der ablandige Südwind, der das Wasser der Ostsee Richtung Schweden rückt. Ne? Okay. Genau. Aber es wird alles gut. Dafür haben wir Voltita. Sehr gut, jetzt sind wir endlich rausgefahren. Das Wasser kam gerade hoch. Wir haben die kurze Phase genutzt, haben es rausgeschoben. Ja, wir bewegen uns und jetzt geht's gleich ans Angeln. Ja, super zuversichtlich. Sind jetzt hier gerade schön auf Sonder 8 Meter Tiefe. Ja, sogar eine Robbe eben schon gesehen. Also muss ja auch der Fisch nicht weit sein. Schade. Ja, erst mal ein Biss und dann war nix und dann war wieder ein Biss. Und dann hing sie. Hast du schnell gekurbelt, fallen lassen? Schnell gekurbelt, gleich nach dem Aufklatschen. So, jetzt hat sie schon gebissen. Jetzt bin ich heiß. Jawohl. Oh, ich hab auch einen. Doppelbiss. Oh, die ist gut. Die ist gut. Ja. Sehr schön. Hier bei Mirko gescheppert, halt mal her, zeig mal, was du hast. Na? Zeig mal ein bisschen höher, dann sieht man dich. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Yes. Geklappt. So. Petri. So, bei Mirko hat schon wieder gescheppert, zeig mal her. Sehr schön. Sauber. Super. Hopp, damit wieder rein, die Kleinen.
zurückkehren. Da ist er! Wunderbar! Traumhaft. Yes! Wuhu! Hey! Von wegen ich auswerfen. Hallo? Wisst ihr? Ich hat's im Urin. Ja, ja. Aber hätte er ja mal so. Wo müssen wir? Ja, hier, ja, ja. Peter. Peter. So, was ist die Bilanz momentan? Oh, schön, ne? Ja? Wie viele Fische haben wir gefangen? Sieben? Sieben Stück gefangen. Drei maßige. Ja, verloren. Und ein paar Bisse. Also ihr habt zwei passt verloren. Schon. Lass dich sehen, ja? Ja, ja. Super. Gutes Angeln. Für den Fisch der 1000 Würfel? Da ist er ja, oder? Einen richtigen Köder ran und dann geht das schon. So, jetzt werde ich mal die Kamera aus der Hand nehmen, weil ich muss jetzt auch ein bisschen fangen. Mach das. Die hat noch zu viel Power. Oh ja. Warte kurz. So. Jetzt mal gucken. Oh ja, die kam hier. Sehr schön. Die hat sich den aber gleich hier ganz hinten genommen. Ja, ja, ja. Nein. So, drei Maßige haben wir schon landen können. Sieben insgesamt. Ging eigentlich ganz gut. Ich habe mich auch entsteigern können, leider nicht maßig, aber immerhin meine erste Meerforelle. Ich bin sehr zufrieden. Traumhaftes Wetter, kaum eine Welle. Besser geht's gar nicht. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen angeln. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann, wenn wir auf den Bodden auf Hecht gehen. Auch wieder mit Mirko. Martin und Wolf ist auch wieder am Start. Darf ich nochmal mit? Natürlich. Aber nur, wenn du dich gut benimmst. Oh, also der zweite Anfasser, der war besonders. Ja. Schön wieder. Schön, dass sie gerade aufgesetzt haben. Thank you.